Heute ist ein geiler Tag. Diesen ganzen Vlog werden wir einfach dem Entsaften widmen. Wir werden später mit Max trainieren gehen. Max hat ja 2 Tage Saftkur gemacht und darauf werden wir heute eingehen. Da ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Er hat es schon sehr gut gemacht. Aber ich werde auf alles eingehen. Fasten, Intervalle, dann natürlich das Entsaften an sich. Wie entsaftet man? Was sollte man nutzen zum Entsaften? Rohstoffe, dann der saisonale Aspekt spielt natürlich eine große Rolle. Wir kaufen gemeinsam ein, wir trainieren zusammen und wir trinken sehr viel Saft. Mit einem saftiger Tag. Auf jeden Fall. Guten Morgen, Ralfi, was haben wir denn heute an? Ja, ja, ist ja gut. Ja, wenn ich jetzt noch Kaffee trinken würde, dann würde ich nie wieder schlafen. Ja, für mich ist Kaffee eigentlich auch nicht gut, weil ich bin so schon super aktiv und dann drehe ich komplett durch, wenn ich Kaffee trinke. Trink ruhig mehr Kaffee. Ralfi, willst du auch Kaffee? Der hat schon mal Kaffee getrunken. Der ganze Wohnzimmertisch, dieser runde kleine Rondelltisch, war voll mit Kaffee. Und ich habe ihn erwischt, wie er diesen ganzen Kaffee aufleckt. Und dann war wirklich Feierabend. Der ist ja wie ich, als Hund. Und es war wirklich unerträglich, 10 Stunden lang. Und das Red Bull von den Handwerkern hat er auch getrunken. Das ist komplett durchgedreht. Das war wirklich Eskalation. Ich habe ein neues Projekt jetzt hier. Die haben mich überrascht. Guck mal, was ich jetzt 2 Tage, das haben sie bestimmt von dir abgeguckt, 2 Tage lang soll ich jetzt das hier machen. Saftpresse. Ah, geil. Sehr gut. Was muss denn der Saft? Ja, ich soll 2 Tage jetzt nur Säfte trinken. Was denkst du für Säfte? Ja, ich hab gedacht, Sellerie, rote Beete, Ingwer, Apfel. Junge, du bist von Amateur, das ist völlig saisonal, Mann. Wer singt denn Sellerie im November? Tut mir leid. Also, ganz kurze Anmerkung. Staudensellerie ist normalerweise Juli, August, September und manchmal noch Oktober. Allerdings haben sich die Temperaturen ja krass verschoben. Ich meine, wir hatten im November noch teilweise 15 bis 20 Grad. Vielleicht habe ich Max Unrecht getan, weil man sieht, auch in allen Bioläden gibt es immer noch Staudensellerie. Mein Lieblingsgemüse übrigens. Wo einkaufen? Ich liebe es, bei Alnatura einzukaufen oder auf dem Lindenhof zum Beispiel direkt vom Erzeuger das Ganze zu holen. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Sehr gute Rohstoffe, ja, mit einem faires Erzeugnis am Ende des Tages zu kaufen. Und später habe ich noch eine kleine Überraschung, denn wir müssen noch ganz kurz schauen, mit was Max dort entsaftet hat. Das ist ein High-End-Produkt. Also ich glaube, diesen Entsafter hat Antonio mit ihm mitgebracht. Es ist einfach in der Luft, die ganze Scheiße. Hier, das ist ein Zentrifugalentsafter, das heißt richtig viele Umdrehungen. 300 bis 400 Umdrehungen haben diese Zentrifugalentsafter. Das ist eine richtige Häcksel. Damit entsaftest du 50 Kilo Gemüse in 10 Minuten einfach. Das Problem ist, da entsteht super viel Hitze und die ganzen Phytonährstoffe und Vitamine leiden darunter. Deshalb ist es wichtig, einen Slowjuicer zu verwenden. Der Slowjuicer hat eine langsam drehende Schnecke. Die Schnecke hat eine Umdrehungszahl von 60 bis 80 Umdrehungen und du hast das perfekte Saftergebnis am Ende. Er hält mit seiner Hand. Stefan, ganz offiziell, ich brauche, wenn das hier so weitergehen soll, einen Entsafter von dir. Diese ganzen Fehler, die hier passiert sind, versuchen wir auf jeden Fall schon mal besser zu machen. Die Küche wird bei mir genauso aussehen, bloß, dass das Saftergebnis besser ist. Was machen die Hunde hier? Hey, du hast doch gar keine Eier mehr, die habe ich dir schon vor einem Jahr abschneiden lassen. Ich habe oben gehört, Stefan hat zugegeben, dass die Küche wirklich immer so desaströs aussieht. Ja, sieht sie auch. Wow, ich habe doch noch nie behauptet, dass es nicht so ist. Du sagst, jetzt sag mal. Egal, was ich mache. Ob ich Bauprojekte habe, ob ich in der Küche bin, ob ich in der Werkstatt bin, das ist alles am Arsch, wenn ich da war. Guten Winterreifen sind gewaschen, beziehungsweise Sommerreifen sind gewaschen worden. Und damit sie nicht schimmeln, müssen sie natürlich aus dem Plastik raus. Meine Artischocke auf. Pass ich. Was ist hier morgens schon wieder los? Ich bin ja froh, dass die Reifen überhaupt ausgeräumt werden und nicht noch wie der Motor. 6 Wochen im Kofferraum liegen wie der Motor, bis dann die ganze Kofferraum. Ja, nach 7 oder 6 Wochen. Dafür ist jetzt die ganze Kofferraumabdeckung voll mit Motoröl, weil der Motor wurde einfach blanko da reingelegt. Das habe ich nicht da reingelegt. Seit wann ist denn der Motor draußen? Seit einer Woche. Stark.
So, es ist regnerisch, aber ja, es hält dich davon nicht ab. Nein, wir müssen natürlich Saft pressen. Wie sollte es auch anders sein in einem Saftvlog? Wir fangen an. Erste Nahrungsaufnahme ist frisch gepresster Saft mit dem geringen Fruchtanteil. Das sind Boskop-Äpfel. Die haben einen hohen Säureanteil. Hier sind aus dem Garten. Das ist von Alnatura. Chinakohl auch von Alnatura. Reich an Enzymen. Kohl allgemein ist ein krasses Lebensmittel mit einem absoluten Mehrwert. Karotten, Beta-Carotin. Dann gibt es natürlich einen kleinen Schuss Öl dazu. Den habe ich heute Morgen schon zu mir genommen. Leinöl nehme ich jeden Morgen zu mir. Also kann es losgehen. Staudensellerie ist einfach zu brutal. Jetzt kommen wir auf diese Slowjuicer-Thematik zu sprechen. Ich benutze hier den Q-Wings. Im Moment sind Black Friday Sales. Ihr könnt mit dem Code T800 könnt ihr 20 Euro on top zu den Black Friday Rabatten sparen. 15-20% in der Regel. Ist ein geiles Teil. 10 Jahre Herstellergarantie. Perfektes Saftergebnis. Einfach gut. Ja. Ruckzuck erledigt, 2 Minuten, fertig ist die Geschichte. Wenig Wasser benötigt ihr, mit dem Sparfilter und ihr habt keinen Ärger zu Hause. Das ist das Allerwichtigste. Ja, weil die Frau euch nicht in den Hof verbannt. Stefan, ich habe eine kurze Frage. Ja? Hast du einen Backup-Entsafter hier, falls der kaputt gehen sollte? Selbstverständlich habe ich Backup-Entsafter hier. Ich habe mehrere. Ich habe eine komplette Entsafter-Landschaft. Einen kompletten Entsafter-Fuhrpark habe ich zu Hause. Das ist die Meal Prep für heute. Das ist ein Kirschcrumble. Den esse ich nach meinem Training, wenn ich sozusagen die feste Nahrungsaufnahme beginne. Und der fährt jetzt in seine Garage rein. Wenn das Nahrungsfenster wieder öffnet. Genau. Gut, wir können los. Oh. Kabel war drin. So, alles ist erledigt, wir sind bereit. Jetzt besuchen wir Max und wir werden trainieren gehen. Wie geht's denn, kleiner Braten? Guten Morgen. Guten Morgen. Der mag dich nicht, siehst du? Er hat gar keinen Filter. Alles, was in seinem Gehirn entsteht, kommt direkt aus seinem Mund raus. Es geht direkt los. Kommt an. Also ich sehe schon, ihr versteht euch gut. Klar. Leider nicht. Natürlich, wir verstehen uns gut. Es ist Hassliebe. So, weil Max nicht so eloquent ist, werde ich heute das Intro machen. Max wird heute ein kleines Training absolvieren. Wir drehen parallel einen Vlog dazu und werden natürlich darauf eingehen, was Max in seinem Saftvlog alles falsch gemacht hat und ihm ein paar Tipps an die Hand geben. Ich kann dir einen Safttipp geben, wenn du möchtest. Ja, kannst du. Ja. Los geht's. Und heftiger Geschmack, heftige Wirkung, genau das Richtige für jetzt. Und mit Code KOGA spart ihr mindestens 10%. Lass mir die Hälfte übrig, Mann. Ja, Mann, komm mal her. Sehr gut. Verarscht, das war mein Urin. Stefan, was machst du da? Mein linkes Bein ist ja verletzt. Potenzieller hinterer Kreuzbandriss. Und die Hocke hilft mir einfach, diese Kompression zu generieren, dass es mir gefühlstechnisch danach wieder besser geht. Ja, ja. Also für mich sieht es anders aus. Ah, ja, ich weiß, weil du im Bahnhof wohnst, da sieht man solche Sachen. Ja. Lacht er dich aus, Stefan? Normal, das macht er den ganzen Tag. Aber ich lache mich selbst auch gerne aus, also deswegen ist es überhaupt kein Problem. Ja? Lernt man diese Trainingsart, wenn man 2 Übungen hintereinander macht? Ja, das ist einfach wie eine Art Supersatz fürs Conditioning. 5 Minuten wird simuliert, die Belastung im Kampf.
Nach dem Training 5 Minuten Nachbelastung für den kardiovaskulären Effekt nochmal, hilft Laktat abzubauen, fördert die koordinativen Prozesse. Bei Everjump könnt ihr sparen mit dem Code T800, bekommt ihr 10% und bei T800 App bekommt ihr sogar 25% auf die App-Funktion. Ihr habt 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, seid also auf der sicheren Seite. Ihr könnt die Seilstärke einfach wechseln und somit die Intensität und den Reiz ändern. Ja, mit T800 spart ihr mindestens 10%. Wen suchen wir jetzt? Wir suchen Danto Todorovic, aka Suzette. Wie geht's? Alles gut? Wie geht's dir? Gerade Flop. Scheiße, ich hab's gewusst, weil ich nicht gekommen bin. Ich weiß, deswegen hab ich's dir nicht gesagt. Was geht ab, Mann? Schmal bist du geworden, Mann. Ja, klar bin ich schmal geworden. Aber weißt du, was noch richtig kräftig ist? Gibst du das die ganze Zeit mit dem? Bist du der Mann? Ich bin schon durchgebrannt, also merkst du nicht. Wir haben Danto jetzt abgeholt. Und jetzt gehen wir zu Koga nach Hause und schauen, ob er in seinem Junkie-Tee gut eingekauft hat, damit wir dort Saft pressen können. Ich hoffe es für ihn. Und ich hoffe, es gibt auch was Geiles zu essen. So, Stefan, los geht's. Hol deinen Schatzelputzel raus. Los, geht los. Andere tragen ihre Babys, Stefan trägt seinen Entsafter. Wir brauchen, Max hat nur Schrottentsafter zu Hause. So, weil wir so viele Dramen hatten mit dieser komischen Saftpresse, hat er eine Kuvings Saftpresse. Das ist einfach ein Slow Juicer, Kuvings heißen die außerdem. Kuvings. So, was hast du da? Du musst mir einkaufen gehen. Ich habe mein Essen vorbereitet. Hier, so, wir haben leckere Granatäpfel, Walnuss und ein bisschen Erdnussbutter. Das ist mein Essen. Was hin? Ah, Stefan. Alle 17 Hunde hat er, dann steigt er in sein Auto, sein Lenkrad mit den 17 Hunden und jetzt in mein Essen gefasst. Junge, du wohnst im Bahnhof, hast du es vergessen? Was meinst du, was du für eine Keimbelastung hast? Du hast Granatapfel fertig geschält, du musst ihn selber schälen. Nee. Doch. Dank Instagram haben mir zig Leute Videos geschickt, wie man die perfekt schält. Ja. Ich kann in die Hauptwache gehen, an den Gemüsemarkt, da werden sie präpariert für mich. Okay. Egal, wo ich hingehe. Ich sage ja, die Granatäpfel-Community ist da für mich. Okay, gut. Verstehst du? Deine Hunde legen schön Haufen, das machst du dann immer weg und für mich werden Granatäpfel kommen. Geil, sehr gut. Für dich Pferdeäpfel und für mich Granatäpfel. Ja, sehr gut, das freut mich. Ich habe natürlich vorgesorgt, weil ich wusste, dass Max nur Schmutz zu Hause hat. Ey, das stimmt überhaupt. Deswegen habe ich hier mein eigenes Essen. Ja, das stimmt nicht. Erzähl mir keinen Schmarrn. Der geht zum Biobäcker und lässt sich so ein Ding machen. Was für ein Biobäcker, Mann? Wo ist der große Unterschied hiervon? Walnüsse, Granatäpfel, wie schmeckt das? Was ist? Streusel. Crumble. Das ist einfach ein Kirschcrumble. Jetzt mal ehrliches Fazit, wie schmeckt das? Tausendmal besser. Das ist auch geil, klar. Tausendmal besser. Das ist jetzt dein Ego, das antwortet. Ja, das ist die Set. Wo ist es? Aber jetzt immer, das war Apfelstrudel als Cheat-Day. Das ist doch geil, Mann. Geisteskrank. Ja, aber Apfelstrudel ist doch Cheaten. Blätterteig. Ja, brutal. Ja. Hammer. Prestige. Wie fühlt es sich jetzt für dich an, nicht im Alnatura zu sein? Ja, der Markt ist natürlich schon okay. Ich habe ja schon gesagt, es hat nichts mit Teegut an sich zu tun. Teegut macht bestimmt ein paar gute Sachen, aber es halt mein Favorit. Oh das ist das Leben, Mann. Das kann nicht immer schön sein. Siehst du auch wirklich niedergeschlagen aus? Ja, ich bin auch niedergeschlagen, aber weißt du, was mich nicht niederschlägt? Es gibt jede Menge Staudensellerie hier und da wir ja jetzt wissen, dass es auch im November saisonal ist, werden wir alle kaufen. So, wir sind jetzt bei 11 Kilo. Hier. Mein Sohn hat mir 10 Kilo Gemüse spendiert für 37 Euro, alles Demeter-Qualität. Staudensellerie im November, Karotte im November, Pastinake und Apfel. Jetzt können wir entsaften. Und was mit deinem Sohn? Ich schau mal, wie viel er verträgt, bis der Durchfall kommt. Darf ich eigentlich Duk? Was willst du haben? Essen. Nimmst du eine? Dankeschön, Bruder. Kein Problem. Ja, gerne. Sehr gut. Du hast jetzt. Ja, ciao. Bist du glücklich, Stefan? Ja, Mann, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. So, wir können direkt beginnen zu entsaften. Du willst jetzt wirklich alle gründlich waschen oder nur provisorisch? Das wird schon einigermaßen ordentlich waschen. Ne? Ist Demeter, aber es trotzdem kann es kontaminiert sein, auf jeden Fall. Bakterielle Belastung, Umweltkontamination, Luft. Transportiert ja auch was. So. Hast du eine Gemüsebürste da, Koga? Ja, genau.
pressen das jetzt alles und wir schauen jetzt, wie viel Liter Safter gibt das Ganze. Wir haben hier einen geilen Safter, der die beste Rohstoffverwertung hat. Also ich sage mal tendenziell 6 bis 7 Liter. Wenn du das gegessen hast, sieht das, was du verwertest, sieht es dann auch so aus bei dir. Das letzte Mal. Cheers, Jungs. Geil, Mann. Schauen wir mal, wie viel aus diesen 12 Kilo rausgekommen sind. Antonio und Sina. Ja, und was mit mir? Hast du gerade Fette? Alter, wie viel bist du noch, Mann? Ich bin sehr sanft. Schmeckt sehr grün. Schmeckt sehr grün. Sehr für Max mache ich auch die Aufkleber runter. Sellerie schmeckt mal raus. Ja, mach die Aufkleber mal weg. Offiziell auf der Kamera. Ich will es nur sagen, für die Kamera. Ja. Der wirft die Äpfel rein mit Sticker, aber es ist ihm egal. So viel zu seinem Bio. Das ist erstmal die Äppeltüte hier alles reinpacken, Mann. Kriegen die Hühner alles? Hast du Hühner? Nö, aber mein Nachbar. Okay. Damit Max in Zukunft einen geilen Saft trinken kann, lasse ich ihm natürlich diesen Safter da und kaufe mir einen neuen. Hast du mir geschenkt? Ja, normal, Mann. Nein. Er hat ja auch schon 200.000 Kilometer. Ja. Ich habe eine halbe Tonne gemietet, damit er Saft geht. Yeah, ich habe jetzt gleich Kubings. Wir haben jetzt 6 Liter Saft aus 12 Kilo Gemüse gemacht. Und ja, der drückt ganz schön, der Saft. Hier, das ist der Trest. Ich würde mal sagen, jetzt, das sind hier so um die 2 bis 3 Kilo Trest. Das ist noch voll mit Ballaststoffen. Die Hühner, Pferde und Hunde freuen sich über sowas. Zum Backen kann man es nutzen oder auch fürs Müsli, für Ballaststoffe oben rein. Auch Stefan, mach den Entsafter sauber, dass wir gehen können. Hey, unter Entsafter-Experten weiß man natürlich, demjenigen, dem der Entsafter gehört, der muss ihn auch sauber machen. Und ich habe ihm ja gerade Max den Entsafter geschenkt. Und deswegen wissen wir ja, der Entsafter bleibt hier und Max muss ihn auch sauber machen. Aber ist ja überhaupt kein Problem mit dem Q-Rings, dauert 2 Minuten. So, wir gehen jetzt zu Lea, die hat einen Chai Latte bestellt. Den werden wir jetzt bringen und werden Henry abholen. Hallo! Boah, das ist übertrieben lecker. Königsberger Klöpse in veganer Variante auf gesund interpretiert bei Veggens, ganz brutal. Stefan, das ist unser Salatbesteck. Ist egal, aber es ist perfekt für meinen Mund. Du musst auch mal atmen, gell? Ja. Jetzt, wo die kalte Jahreszeit anbricht, haben wir weniger Sonnenstunden. Das heißt, unsere körpereigene Vitamin D3-Produktion schläft ein. Und wir haben oft einen Mangel in unseren Breitengraden. Ich supplementiere Vitamin D3 K2. Es steht in direkter Korrelation mit dem Testosteronspiegel. Ist als Spray absolut effektiv. Mit dem Code T800 könnt ihr 10% sparen bei ESN. Ja, das war unser Saftvlog. Wir haben Max ein paar Tipps an die Hand gegeben, wie er noch optimaler entsaften könnte. Wir haben ihm einen Entsafter mitgebracht, damit er seine Rohstoffe perfekt entsaften kann und das ultimative Saftergebnis jeden Morgen und den ganzen Tag über genießen kann. Und wir werden sehen, wie er sich macht als professioneller Entsafter jetzt. Ja, bis zum nächsten Vlog. Es geht weiter. Das gibt's beim Weihnachtsmarkt von uns. Kürbiswaffeln mit Rotweinzwetschgen. Genau, das ist noch ganz wichtig. Ja, am 11. Dezember von 12 bis 20 Uhr haben wir einen Weihnachtsmarktstand, wo alle Einnahmen Mission Erde, / Ralfis Ranch zugutekommen. Und ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, uns dort zu besuchen. Wir sind jetzt hier bei unseren neuen Gästen angekommen. Das sind die Chinchillas. Die sind von einer sehr guten Freundin aus der Pelzfarm gerettet. Ihr seht, was das für eine kleine Wolke ist. Die sind so unfassbar zart. Und das Schreckliche ist, dass leider immer noch in Kleidung sehr, sehr viel Echtpelz verarbeitet ist. Oft auch so, dass wir das teilweise gar nicht merken. Und gerade bei Chinchillas, aber auch bei Silberfüchsen, geht die Pelzindustrie ziemlich brutal und auch radikal vor. Und das Verfahren ist folgendermaßen. Die kriegen in den Anus und in den Mund gleichzeitig so kleine Stromsonden eingeführt und dann werden bei lebendigem Leib unter vollen Schmerzen das Fell abgezogen. Bei lebendigem Leib gehäutet werden, das ist einfach brutal. Die Petition für die Pelzgeschichte findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die könnt ihr unterzeichnen und könnt damit aktiv werden, genau gegen solche Vorgehensweisen.